berechnet wird auf 100.000 Einwohner. Ist ein Bezirk kleiner, so existieren bestimmte Fälle nur auf dem Papier. In keinem Bezirk in Österreich ist die sogenannte 7-Tages-Inzidenz derzeit so hoch wie hier. Der Tennengau ist deshalb jetzt auf Rot geschaltet worden. Die offizielle Corona-Seite des Bundes zeigt für den Salzburger Bezirk einen Wert von gut 455 Fällen. Diese Fälle gibt es aber zum großen Teil in Wirklichkeit gar nicht. Tatsächlich hat es im Tennengau in den letzten 7 Tagen nämlich nur 275 positive Tests gegeben. Der Rest der ausgewiesenen Fälle existiert nur in der Statistik. Der Grund dafür: Der Bezirk hat nur 60.000 Einwohner. Der 7-Tages-Wert wird aber immer pro 100.000 Einwohner angegeben. Die Zahl der Corona-Fälle wird deshalb einfach hochgerechnet. Das ergibt für den Tennengau eben 455. Derselbe Effekt wirkt sich in allen Regionen aus, die weniger als 100.000 Einwohner haben. In Hüttschlag im Salzburger Pongau sind derzeit 7 der rund 900 Einwohner positiv auf Corona getestet. In der 7-Tages-Inzidenz ergibt das einen Horrorwert von 770 Fällen, von denen es 763 gar nicht gibt. Das Problem mit dem Hochrechnen auf einen bestimmten Vergleichswert zeigt sich übrigens auch international. In der Statistik der bisherigen Corona-Fälle pro Million Einwohner landen vor allem Kleinstaaten ganz vorne, darunter Katar, Andorra, Aruba oder der Vatikan. 26 Fälle hat es im 800-Seelen-Kirchenstaat seit März gegeben. Mathematisch hochgerechnet auf den Vergleichswert sind das über 32.000 Fälle pro Million Einwohner. Der RT Deutsch Podcast, die Nachricht. Berliner Senatsverwaltung nährt Zweifel an Aussage der PCR-Tests. PCR-Tests, auf deren Basis täglich neu die aktuellen Corona-Infektionszahlen verkündet werden, können die Existenz des infektiösen Krankheitserregers gar nicht verlässlich nachweisen. Das geht zumindest aus der Antwort des Berliner Senats auf eine Anfrage eines Abgeordneten hervor. Es müsse ein vermehrungsfähiges Agens, also Virus, Bakterium, Pilz, Parasit oder ein sonstiges biologisches transmissibles Agens, das bei Menschen eine Infektion oder übertragbare Krankheit verursachen kann, vorliegen, um von einem Krankheitserreger zu sprechen. Die Frage des Abgeordneten Lute, ob ein sogenannter PCR-Test in der Lage sei, also zwischen einem vermehrungsfähigen und einem nicht vermehrungsfähigen Virus zu unterscheiden, beantwortete die Senatsverwaltung mit Nein. Einen berühmten amerikanischen Aufsatz, ganz frisch von letzter Woche, vom National Bureau of Economic Research, weltweite Studie, Ergebnis: Die Lockdowns haben im Ländervergleich überhaupt nichts gebracht. Null. Die Politik hat sich nie aufgerufen gesehen, wenn wir wirklich schwere Grippewellen hatten, wo wirklich Tausende gestorben sind, die Krankenhäuser überfüllt waren, selbst die Pflegekräfte alle krank waren. Wir haben eine Laborgemeinschaft, eine sehr große, die ein Bernd Schottdorf aufgebaut hat. Der hat bereits über Jahrzehnte, solange er lebte, aus dem Gesundheitssystem ohne Gegenleistung 3 bis 4 Milliarden Euro abgezogen. Der wurde auch mehrmals von der Polizei verfolgt. Er stand aber offenbar immer unter dem Schutz der Politik. Und nun ist mir zugetragen worden, dass diese Laborgemeinschaften natürlich die Hauptgewinner an diesen Tests sind. Diese kriminelle Vereinigung dieser Labore existiert ja weiter, auch nach dem Tod des Schottdorf selbst. Die organisieren schon die ganze Zeit Geldmaschinen, ohne die Leistung zu erbringen, die das Gesundheitssystem erwarten dürfte. Und sie werden von Politikern gedeckt.
Und hier gibt es wieder eine neue Information. Angeblich beziehen CSU-Politiker und die CSU selbst aus diesem Bereich illegal beschafften Geldes jede Menge Spenden seit Jahrzehnten. Wo ein Labor in Augsburg, und dort waren die Schottdorf-Labore immer, von vornherein, 60 positive Tests ausweist und man dann feststellt, 58 waren negativ. Und auf die Frage dann geantwortet wird, ja nun gut, wir haben andere Trägerflüssigkeiten genommen. Das ist organisierte Kriminalität vom Feinsten und vom Deutlichsten, vom Sichtbarsten. Die Schottdorf-Geschichte verfolge ich schon seit 15 Jahren. Ich habe auch Kontakt zu vielen Leuten, die diese Erkenntnisse nachweislich und belegbar gewonnen haben. Ich habe auch von Geschädigten, die versucht haben, den Schottdorf zu überführen, entsprechende Informationen bekommen mit Belegen dazu. Einschließlich Belegen, die nachweisen können, dass Geld aus dem Bereich und der Hemisphäre Schottdorf zur CSU und zu den dortigen Abgeordneten fließen, in einer Art und Weise, die dann die Parteiengesetze umgehen und die Spendengesetze umgehen. Also eine Art und Weise, die die Bevölkerung höchst interessant finden dürfte und von der ich erwarte, dass sich endlich irgendeine Staatsanwaltschaft wirklich darum kümmert. Man sollte aber wissen, dass seit Merkel organisierte Kriminalität in ganz Deutschland nicht mehr verfolgbar ist. Also diese Woche haben der Fabian Ramseyer für das Expertenteam, ein Biologe aus der Schweiz, Professor Dr. Martin Schwab, ein Rechtswissenschaftler und ich, eine Pressekonferenz gemacht und haben präsentiert, dass die Masken, alle Community-Masken ein Problem haben, nämlich das Problem ist Atemwiderstand. Weil es Atemwiderstandprobleme gibt, das heißt, wenn man durch so eine Maske atmet, kann man eben nicht normal atmen, wie das üblicherweise ist, deswegen besteht ein Atemwiderstand und genau deswegen gibt es europäische Arbeitsschutzrichtlinien. Das heißt, es gibt Arbeitsschutzrichtlinien, die besagen, was man machen muss, wenn der Arbeitgeber zum Beispiel eine Maske anordnet. Oder das Gleiche gilt auch für Schulen übrigens. Das ist 21 Sozialgesetzbuch 7, da steht das auch drin, dass die Regeln der Unfallversicherungen auch für Schulen gelten. Also für unsere Kinder wie für die Arbeitnehmer gilt das Gleiche. So, und diese Masken haben einen erhöhten Atemwiderstand. Und wenn es einen Atemwiderstand gibt, gibt es zwingend Tragevorschriften. Das heißt, keine Maske, egal wie leicht die Durchatmung ist in Deutschland, darf länger als 2 Stunden getragen werden. Nach 2 Stunden muss sie zwingend abgenommen werden und es muss mindestens eine halbe Stunde Pause gemacht werden. Die deutsche Unfallversicherung hat lange rumgeeiert und jetzt hat die deutsche Unfallversicherung ein Schreiben veröffentlicht, in dem sie genau das bestätigt, was wir sagen. Und die deutsche Unfallversicherung empfiehlt, bei den Community-Masken wenigstens nach 2 Stunden die Maske abzunehmen und eine halbe Stunde durchzuatmen, was wir jetzt seit Wochen bei unseren Kindern nicht hatten, was wir seit Wochen bei Arbeitnehmern nicht hatten. Übrigens, die Polizisten, die auf einer Demo sind, haben das auch nicht. Ja. Das heißt also, es wird seit Wochen gegen Arbeitsschutzvorschriften verstoßen. Community-Masken sind teilweise, die haben Messungen gemacht, auch von der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung, sind teilweise im Atemwiderstand schärfer und härter als FFP3-Masken. Das heißt also, es müsste zwingend eine ärztliche Untersuchung, also juristisch bedeutet das, dass wenn man eine Mund- und Nasenbedeckung trägt, der Arbeitgeber oder der Schulleiter oder Lehrer jedem Schüler mindestens eine ärztliche Untersuchung anbieten muss. Ja. Und ohne ärztliche Untersuchung darf eine solche Maske nicht getragen werden. Ja. Und wie gesagt, die deutsche gesetzliche Unfallversicherung, die bestätigt das jetzt. Und das bedeutet, ab Montag, jeder Schulleiter, weil es von der deutschen gesetzlichen Unfallversicherung kommt, jeder Lehrer, jeder Arbeitgeber haftet, wenn etwas passiert mit der Maske, haftet der persönlich. Das heißt, ja, weil die gesetzliche Unfallversicherung das jetzt ja klar gemacht hat und damit haben wir eine Durchgriffshaftung an denjenigen, der das anweist, als Betriebsleiter oder als Lehrer und so weiter. Und auch schon Schulleiter hat, die angekündigt haben, dass sie ab Montag. Ab sofort, ab Montag. Ab Montag. Jetzt haben wir Wochenende, ab Montag keine Maske mehr in ihren Schulen haben werden. Dass
Wie verarbeitest du das? Wie wertest du das? Wie kannst du das einordnen, dass du von Kollegen so behandelt worden bist? Konntest du dir das vorstellen, dass deine Kollegen so wenig mitdenken, so schnell, so eindeutig wahnwitzige Befehle durchsetzen können? Also wenn ich in die Augen der Kollegen gucke, ich weiß nicht, was da vorgeht. Ich habe es eben schon gesagt im anderen Interview, für mich läuft da einiges schief. Entweder in den Köpfen der Kollegen, für mich sind Schutzleute, die für den Schutz des Bürgers da sind und nicht um irgendwelche politischen Interessen durchzusetzen. Das ist absolut nicht die Aufgabe von Polizeibeamten. Die müssen zwar neutral sein, aber die dürfen sich auch nicht von irgendwelchen Regierenden oder politischen Entscheidungsträgern missbrauchen lassen. Und das, ja, wer sich jetzt noch auf diese Seite stellt und da mitmacht, der macht sich aus meiner Sicht strafbar. Das ist, für mich ist also das so, wenn die Maßnahme unverhältnismäßig lange dauert oder angeblich waren die Maßnahmen nicht abgeschlossen, das geht sehr schnell in den Bereich der Freiheitsberaubung im Amt. Nein, was mich erschreckt ist, dass so viele Menschen einfach nicht reagieren. Die denken immer, es wird alles gut. Und wenn man jetzt erzählt, wir machen keinen Lockdown und macht doch einen Lockdown, dann nimmt man das einfach so hin. Und dann wird gesagt, wir machen keinen zweiten Lockdown, wir haben aus dem ersten Lockdown gelernt, jetzt machen wir einen Lockdown light. Leute, merkt ihr nicht, dass ihr verarscht werdet hier? Ja. Steht endlich auf, wacht auf, kommt aus euren Traumwelten raus. Ja. Und die jetzt noch einen Job haben, den habt ihr nicht mehr lange, wenn das so weitergeht. Ja? Und ich sage mal, die wollen einen Lockdown machen, dann machen wir doch einen Lockdown. Macht ihr den Lockdown. Entscheidet ihr, wir schicken unsere Kinder nicht mehr los in die Schule, in die Kindergärten, wir bleiben zu Hause, wir arbeiten nicht mehr für die. Wir bleiben zu Hause, wir machen unseren eigenen Lockdown. Macht das mal 28 Tage und guckt, was in diesem Land passiert. Macht einen Lockdown. Das wäre doch eine Maßnahme, dass das Volk, weil alles, was in diesem Staat passiert, alles müsste vom Volk ausgehen. Ja. Und wenn das Volk den Staat repräsentiert, dann sollte doch mal das Volk einen Lockdown machen. Also zunächst mal, das war zu Beginn. Und das betrifft die Berliner Sparkasse, die wirklich massiv vorgegangen ist und wo wir bis heute uns auch noch eine weitere entscheidende Information fehlt. Das betraf unsere damalige Schatzmeisterin, die nach wie vor auch Probleme damit hat. Mein privates Konto wurde gekündigt, ohne Angabe von Gründen. Es betrifft ferner die GLS, die uns abgelehnt hat. Na gut, das ist deren Recht. Allerdings aus politischen Gründen haben sie das gemacht. Es betrifft die Postbank, die uns abgelehnt hat, aus unbekannten Gründen. Und es betrifft insbesondere die N26, die haben gar keine Filialen oder so, N26, die an einem Montag 12 Uhr sowohl die oppositionelle professionelle Leichtathletin Alexandra Vesta kündigte, als auch den oppositionellen Profibasketballer Yoshiko Saibu, als auch unser Vereinskonto, das unter meinem Namen angemeldet war, weil es nur so ging. Und wir drei bekamen eines Montags 12 Uhr, und das ist jetzt ein paar Wochen her, 2 Monate circa, zur gleichen Zeit die Kündigung übermittelt. Ohne Angaben von Gründen. Das hat jeweils Folgen, die sehr nachteilig für uns sind. Und man muss sich mal vorstellen, wir sind tatsächlich eine der auflagenstärksten Wochenzeitungen der Republik. Wir sind professionelle Autorinnen, Journalisten und diese Entwicklung, gute Chance, dass wir sie aufhalten können. Die Argentinier haben es ja zum Beispiel schon geschafft. Wir haben einfach Aufstand gemacht und das Corona-Regime für beendet erklärt und es gibt keine Corona-Maßnahmen mehr in Argentinien. Und übrigens, niemand fällt tot um. Also das wissen wir ja eh. Viele Journalistinnen und Journalisten mussten ja bereits leider das Land verlassen. Also so düster ist es schon, dass hier Menschen weggehen müssen. Dazu zählt der wirklich tolle Kulturwissenschaftler und Publizist Jens Wernicke, der also am eigenen Leib spürt, dass es für seine journalistische Arbeit kaum möglich ist, Geldsummen nach Lateinamerika zu transferieren und das mit allen legalen und illegalen Mitteln blockiert wird. Wir haben eine sehr erfreuliche Eilmeldung, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes eine Eilmeldung, denn der Fokus hat nun um 10.51 Uhr entschieden, dass die generelle Maulkorbpflicht in Düsseldorf rechtswidrig ist. Was war geschehen? Der WDR hat bereits am 6.11., also letzte Woche, berichtet, dass ab dem 4.11., das war der letzte Mittwoch, eine allgemeine Maskenpflicht in der Düsseldorfer Innenstadt verhangen wurde. Dagegen hatten nun bereits mit dem Stand vom Freitag 6 Bürger geklagt mittels Eilanträgen vor dem Verwaltungsgericht in Düsseldorf und dem ersten dieser 6 Eilanträge ist nun stattgegeben worden. Das Gericht hat entschieden, das Gericht hat stattgegeben und mitgeteilt, diese allgemeine Maulkorbpflicht ist gesetzeswidrig, ist rechtswidrig und der erfolgreiche Kläger ist nun davon befreit.
Natürlich, er hat geklagt, auf ihn bezieht sich dieses Gerichtsurteil. Das bedeutet, alle anderen müssen theoretisch noch ins Tuch schnüffeln. Spricht er im Moment von der vierten industriellen Revolution, also von der ganz großen Digitalisierung. Und ich glaube, dass die meisten Menschen noch gar keine Vorstellung davon haben, wie umfassend diese Umstrukturierung der Gesellschaft insgesamt sein wird. Also wir erleben ja die totale Roboterisierung von allen möglichen relativ einfachen Arbeiten, aber inzwischen auch von komplizierten Arbeiten. Also wir sehen, dass massenweise Berufe, die es über lange Zeit gegeben hat, verschwinden. Dass neue Berufe auftauchen, aber viel weniger Berufe, weil sehr viele Arbeiten in Zukunft eben von Maschinen gefertigt werden müssen oder gefertigt werden. Und das betrifft zurzeit viel, viel mehr Menschen, als man gemeinhin glaubt. Also die Internationale Arbeitsorganisation hat Anfang diesen Jahres einen Bericht veröffentlicht, dass von 2 Milliarden Jobs auf der Welt gerade in den Nicht-Industrieländern 1,6 Milliarden von der Abschaffung bedroht sind. Also das ist eine riesige Welle, vor der wir stehen. Und das bedeutet natürlich, das wird Konsequenzen haben, auch auf das Geldsystem und auf unser aller Leben. Einer der wichtigsten Führer der Welt, das ist ja klar, oder einer der Entscheider mit im Hintergrund ist ja Klaus Schwab, der das World Economic Forum mal gegründet hat. Und der hat die gegenwärtige Situation ja sehr genau beschrieben in seinem Buch. Und zwar hat er im Juli ein Buch veröffentlicht, Covid-19, The Great Reset. Und da drin schreibt er, und ich habe dieses Zitat ein bisschen eingekürzt, aber inhaltlich nicht verändert: Viele von uns fragen sich, wann wir wieder zur Normalität zurückkehren. Die kurze Antwort ist nie. Die Coronavirus-Pandemie markiert einen fundamentalen Wendepunkt in unserer globalen Entwicklung. Die Welt, wie wir sie in den ersten Monaten von 2020 kannten, gibt es nicht mehr. Sie hat sich im Kontext der Pandemie aufgelöst. Ich denke, das ist ganz interessant, dass er diesen Umbruch in der Gesellschaft erstens fälschlicherweise als Reset bezeichnet, weil es ist kein Reset, es geht nicht zu einem Zustand von früher zurück, sondern es wird eine Transformation in einen neuen Zustand sein. Und interessant ist natürlich auch, dass er das in den Zusammenhang mit dieser Pandemie bringt, weil ich denke, dass diese Pandemie einen Vorwand dafür geliefert hat, bestimmte Prozesse in Gang zu bringen, die man sonst nicht hätte in Gang bringen können. Also man muss sehen, das Finanzsystem ist ja dieses Jahr im März, April zusammengebrochen, ist dann wieder gerettet worden, und zwar mit dem Vorwand, dass man es wegen dieser Corona-Pandemie hat retten müssen. Also man hat ja diesen Lockdown gemacht und dann anschließend waren die Leute also offensichtlich so verwirrt, dass man gesagt hat, wegen dieses Lockdowns muss man wieder in diesem Fall nicht Hunderte von Milliarden, sondern Billionen in das System eingeben. Aber diese Pandemie ist eigentlich nur ein Vorwand gewesen für diese riesigen Geldzahlungen. Diese Geldzahlungen wären sonst auch notwendig geworden. Aber ich glaube, die hätte man der Weltbevölkerung sehr schlecht verkaufen können. Unter so einem System leben wir jetzt seit ungefähr 50 Jahren, weil vor etwa 50 Jahren, 1971, ist die Weltleitwährung vom Gold abgekoppelt worden. Und damit ist also die physische Unterlegung von Geld verschwunden. Seitdem leben wir in einem Fiat-Geldsystem. Und ein Fiat-Geldsystem ist ein Geldsystem, was nur auf dem Vertrauen der Menschen in dieses System basiert. Und darunter leben wir jetzt seit 50 Jahren. Und auf dieser Grundlage auch konnte diese riesige Blase nur entstehen, in der wir jetzt im Moment leben. Aber wenn diese Blase tatsächlich, wenn dieses Narrativ irgendwann mal platzt, wenn die Leute dann merken, Geld ist eigentlich nichts anderes als bedrucktes Papier oder es sind Datensätze im Computer, dann werden die Leute sich alle auf Sachwerte stürzen und in dem Moment wird das gesamte Finanzsystem dann in sich zusammenbrechen. Die beherrscht werden, lassen die anderen nicht einfach nur herrschen. Es gibt ja im Hintergrund noch den Gewaltapparat. Ja. Es gibt ja das Militär, es gibt die Polizei, es gibt die Ordnungskräfte und so weiter und es gibt einen riesigen Apparat. Und das sehen wir jetzt gerade in unserer Zeit, wenn das Volk dann mal ein bisschen aufbegehrt oder auch nur Teile des Volkes aufbegehren, dann wird dieser Gewaltapparat ja sofort aktiviert und eingesetzt. Also da ist eine Peitsche im Hintergrund, die den Leuten den Gehorsam dann einprügelt im Notfall. Also Situation, in der wir jetzt sind. Wir haben ja eine ganz außergewöhnliche Situation. Wir haben diese vermeintliche Pandemie, die ja also nur eine Pandemie ist, weil irgendwann der Begriff der Pandemie anders definiert wurde. Nach der Definition der WHO bis 2009 wäre das gar keine Pandemie gewesen. Und diese Pandemie wird zurzeit von sehr einflussreichen und sehr reichen und sehr vermögenden und sehr mächtigen Leuten zu ihren Gunsten missbraucht. Und die große Mehrheit der Menschen nimmt das im Moment hin.
Und das ist ein Phänomen, was viele ja auch sehr frustriert im Moment, die dann denken, also eigentlich ist die Welt verloren, weil die Leute das ja alles so akzeptieren. Aber ich glaube, das wird sich ändern. Ich glaube, das wird sich in den nächsten Wochen, Monaten oder vielleicht auch im Verlauf des nächsten Jahres erst, wird sich das ändern. Wenn die Leute nämlich merken, dass das Narrativ, was ihnen da erzählt wird, dass das nicht stimmt. Weil die Leute werden das merken. Also erstens werden die Leute jetzt die Folgen der Arbeitslosigkeit, der Firmenzusammenbrüche und so weiter, werden sie mitbekommen. Und irgendwann werden sie auch verstehen, dass diese geringen Todeszahlen und diese hohen Infektionszahlen, dass da irgendwie, dass das nicht mehr das rechtfertigt, was mit ihnen gemacht wird. Und ich denke, man muss da nur warten. Man muss warten, weil die Leute sind diese Bücklingshaltung, diese Duckhaltung, sind sie über Jahrhunderte gewohnt gewesen. Und das ist natürlich sehr schwer, aus so einer Haltung sich zu befreien. Aber ich denke, dass im Moment alles auf so eine Konfrontation hinausläuft. Also wenn die Leute merken werden, dass das Corona-Narrativ nicht gestimmt hat und dass der wirkliche Hintergrund erstens der Zusammenbruch des Finanzsystems ist und zweitens die Durchsetzung einer riesigen Welle von Arbeitslosigkeit durch die Roboterisierung, dann werden sie aufwachen, dann werden sie sagen, warum habt ihr uns belogen? Und dann hat man eine Möglichkeit auch, vielleicht nach einer Neugestaltung der Gesellschaft zu suchen, und zwar im großen Rahmen. Nur einen respektvollen Umgang miteinander vor, und zwar ohne diese Hierarchien, die es jetzt im Moment gibt, diese Hierarchien des Geldes, weil Geld regiert die Welt. Und das setzt sich in jeder einzelnen Aktion dieser großen Konzerne durch. Mhm. Es geht für Microsoft geht es nicht darum, das Leben der Menschen in Afrika und Asien besser zu machen, sondern für die geht es darum, möglichst viel Profit für Microsoft rauszuschlagen. Mhm. Und das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Ja. Das muss man sehen, das ist ganz wichtig. Also man bräuchte sozusagen ein öffentliches Microsoft. Ja, also man könnte, also die ganze Software von Microsoft könnte ja vernünftig eingesetzt werden. Ja. Wenn sie nicht im Interesse von wenigen Leuten im Silicon Valley eingesetzt würde, sondern für die große Masse an arbeitenden Menschen in der ganzen Welt. Und wäre dann Teilverstaatlichung von solchen Konzernen? Ja, nicht unter den gegenwärtigen Bedingungen, weil die gegenwärtigen Bedingungen sind so, dass die Staaten im Moment die Interessen der Reichen und der Mächtigen repräsentieren. Weil wir leben in einer Gesellschaft, die vom Geld regiert wird. Das Geld hat sich über die Menschheit erhoben. Also das ist aus der Tauschwirtschaft entstanden. Und sobald das Geld wirklich in der Form, wie wir es heute noch haben, entstanden ist, hat sich das über die Menschheit erhoben. Und die Welt wird heute vom Geld regiert und nicht mehr vom Menschen im Interesse der Menschen. Also dieses Geld beeinflusst unsere ganzen Strukturen natürlich und befördert die an die Spitze, die am meisten davon besitzen. Und das ist natürlich das große Übel. Das ist, im Grunde ist das Geld, jetzt verstehe ich, es fällt mir gerade ein Grosch. Das Geld ist so ein bisschen was wie dieser Internet-Gedanke, dass man die Webseite eingibt in der Suchleiste und dass quasi der Pfad für die Webseite gleich auch das Programm ist, wie man das findet. Also dass so eine Vereinfachung war, dieses HTTP, ja, dieses Web. Ja. Und dass wir diese Vereinfachung jetzt auch mit dem Geld haben, was quasi gleich Gott ersetzt. Ja? Also wir haben gerade Jesus, Jungfrau Maria und den Heiligen Geist haben wir quasi, das haben wir alles mit dem Geld, weil sich das über die Menschen erhebt, aber auch gleichzeitig tatsächlich ein Werkzeug ist, wenn auch nur fiktional. Also ich meine, Sie so beschrieben haben, das klingt im Grunde schon wie eine Religion. Ja, ist es ja auch. Also, ja. Interessant ist ja auch, dass die Religionen mit dem Geld entstanden sind. Also das ist ganz interessant, dass die großen Kirchen auch mit dem Geld entstanden sind, weil die haben das, also es gab eine Ethik unter den Menschen und diese Ethik haben die Kirchen mit Geld verbunden. Mhm. Also und daraus sind die großen Kirchen wie die protestantische Kirche, die katholische Kirche, aber auch die anderen großen Religionen entstanden. Die haben alle Ethik mit Geld verbunden. Ah, jetzt sehe ich das Neue Testament, wo dann immer steht, arm sein sei sexy. Ja, das ist ja oft in der Bibel, dass man sagt, der Arme kommt in den Himmel und der Reiche aber nicht. War dieses Narrativ schon ein Mittel der Unterdrückung? Weil man kann ja sagen, Leute, seid froh, dass ihr arm seid, dann kommt ihr wenigstens in den Himmel. Ich bin ja reich. Ich komme zwar nicht in den Himmel, aber ihr müsst nicht neidisch sein. So ist es im Grunde, ja. Und interessant ist auch, wie zum Beispiel die christliche Kirche entstanden ist. Ja. Weil wenn man die Geschichte von Jesus Christus mal genau anguckt, dann war Jesus Christus nichts anderes als ein palästinensischer Revolutionär, der sich erhoben hat gegen die römische Herrschaft damals. Ja. Also ich meine, es gab im Alten Testament auch solche Sprüche wie ein Auge für ein Auge und ein Zahn für einen Zahn. Ja. Also das war kein ganz friedlicher Mensch, sondern das war ein Mann, der gesagt hat, pass auf, wenn ihr gegen die Besatzer kämpft, dann dürft ihr auch Gewalt anwenden. Aber der ist dann völlig missbraucht worden von der Kirche und seine Lehre ist dann ins Gegenteil verkehrt worden. Und was dabei rausgekommen ist, ist eben,
duckt euch unter die Mächtigen, bleibt arm und lasst das System unangetastet und wendet niemals Gewalt an. Weil des Systems. Davon, jetzt in dem, was Sie beschreiben, gehen Sie davon aus, dass jetzt die Geschichten, die Jesus zugeordnet sind, nicht von ihm selbst unbedingt erzählt wurden. Bestimmt, es ist einiges später dazu erfunden worden. Aber wie gesagt, also wenn, es gibt auch ein hervorragendes Buch von einem muslimischen Forscher, Reza Aslan, über die tatsächliche Geschichte von Jesus Christus. Also der hat versucht, alles herauszufinden, was man wirklich irgendwie belegen kann. Und wenn man das mal sich anguckt, dann weiß man, dass, wer Jesus Christus in Wirklichkeit gewesen ist. Ne? Ach so, ja, und das ist quasi die historische Figur, die Sie gerade beschrieben haben. Ja. Weil ich muss ja sagen, von den Texten her, ich bin ja auch christlich erzogen worden, also nicht von meinen Eltern, aber von der Schule, da fand ich das schon ganz cool, weil es dieses Gandhi-mäßige Gewaltverzicht und Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, das sind schon, fand ich schon kluge Sätze. So. Ja. Aber es stimmt natürlich, dass das möglicherweise eine Art Ergebnis einer Manipulation war. Das kann ich natürlich nachvollziehen, weil wenn ich jetzt die Medien sehe, denke ich manchmal, ja, das tickt ja so ähnlich. Seid froh, dass ihr arm seid. Ja. Ja, interessant. Das ist die marxistische Sicht auf das Neue Testament. Und apropos Bücher, Sie haben gerade ein Buch veröffentlicht. Richtig, ja. Wolf of Wall Street. Ja, genau. Kann man sich gut merken? Dass wir im Moment an dieser Stelle des riesigen, ganz großen Umbruchs stehen, dass das Geldsystem so, wie es bisher funktioniert hat, nicht weiter funktionieren kann. Aber es ist immer so, dass die Mächtigen oder diejenigen, die an den Hebeln der Macht sitzen, dass die natürlich versuchen, ihre Macht zu verteidigen. Und deswegen versuchen sie jetzt im Moment alles, um dieses Geldsystem in irgendeiner Art und Weise noch aufrechtzuerhalten. Und da haben sie natürlich auch ein paar Strategien entwickelt. Und eine der Strategien im Moment läuft darauf hinaus, dass man das Geschäftsbankensystem, so wie es bisher existiert hat, so nach und nach jetzt auflöst und dass man übergeht zu digitalem Zentralbankgeld. Also ich denke, das wird das ganz große Thema der Zukunft sein. Weil ich vermute auch, dass dass die Corona-Krise noch weitergezogen wird, dass man die nochmal als Vorwand benutzt für einen weiteren Crash des Finanzsystems, dass man dann noch größere Summen ins System pumpt. Dann hat man aber den Punkt erreicht, dass man die Zinsen nicht weiter senken kann, ohne in den Negativbereich abzurutschen. Und das wäre natürlich also verheerend für das System. Ist das alles wegen des Virus? Nein, das hat sich alles 2018, 2019 abgezeichnet. Also 2007, 2008 hatten wir die ganz große Rettung mit Hunderten von Milliarden. Dann anschließend wurden die Zinsen immer wieder gesenkt, dann wurde immer wieder neues Geld reingepumpt. 2007, 2008 hieß es, die Banken sind too big to fail. Dann im Rahmen der Euro-Krise stellte man plötzlich fest, also auch ganze Staaten sind too big to fail. Also Griechenland konnte man nicht einfach in die alte Drachme wieder zurückentlassen, ohne dass man das Bankensystem da hätte einbrechen lassen. Genau das Gleiche mit Italien. Man konnte die Lira nicht wieder einführen. Man musste Italien auf jeden Fall retten. Und diese Rettungsaktion, die hat bis ungefähr 2015, 2016 einigermaßen funktioniert. Man wusste aber die ganze Zeit, also so kann es nicht weitergehen. Irgendwann müssen wir die Zinsen wieder anheben. Und das hat die amerikanische Federal Reserve dann versucht. Gerade im Jahr 2018 hat sie, glaube ich, dreimal die Zinsen erhöht. Und die hat die Rechnung dafür bekommen. Zu Weihnachten 2018 sind die Aktienkurse total in den Keller gegangen. Und da war damals klar, also so geht es nicht weiter. Dann hat die Federal Reserve sofort umgeschwenkt, hat die Zinsen wieder erhöht. Dann ist es aber im nächsten Jahr zu dem Zusammenbruch oder zu dem Einbruch am Repo-Markt gekommen, und zwar 2019 im September. Da musste die Federal Reserve auch mit Hunderten von Milliarden eingreifen. Und dann zeichnete sich immer deutlicher ab, dass man eine Rezession nicht mehr vermeiden konnte. Und dann ist es im März diesen Jahres eben zu dem 50-prozentigen Einbruch beim Ölpreis gekommen. Und das war so praktisch mehr oder weniger der Auslöser für die Einbrüche am Finanzmarkt. Und der Lockdown, der ist dann kurz darauf erst geschehen. Aber diesen Lockdown hat man dann als Vorwand dafür benutzt, dass man dann anschließend nicht Hunderte von Milliarden, sondern die in diesem Fall Billionen ins System eingespeist hat. Wow, da habe ich jetzt ganz viele Fragen. Ja. Erstmal, wieso ist es eine Rettung für das System, wenn die Zinsen steigen? Weil man Geld aus dem Markt ziehen, ist richtig? Ja, genau. Das Problem ist, dass die Zentralbanken haben nur zwei Möglichkeiten, in das Geldsystem einzugreifen. Sie können den Zinssatz festlegen und sie können neues Geld reinspülen.
Und dann, wenn's brenzlig wird, dann gehen sie oft mit den Zinsen runter, damit mehr Geld in Umlauf kommt. Also wenn das Ganze ins Stocken kommt, geht man mit den Zinsen runter, dann leihen die Leute sich mehr Geld und dann geht mehr Geld ins System. Ja. Nur, wenn sie jetzt bei 0,5 oder 0,25 oder auch bei 0% sind, dann ist kein Spielraum mehr da, dann muss man in den Negativbereich gehen. Und Negativzinsen zerstören das Banksystem, weil bei Negativzinsen bekommt derjenige, der sich Geld leiht, mehr als er zurückgeben muss. Und das bedeutet natürlich, dass die Leute dann wie irre sich Geld leihen werden und das Geld in ganz kurzer Zeit seinen Wert total verlieren wird. Die hat sich weitergedreht, aber es hat ja eine Krise nach der anderen gegeben. Und es hat ja Gewinner und Verlierer in diesen Krisen gegeben. Und man darf nicht immer vergessen, dass die Verlierer meistens keine Stimme haben und von den Verlierern niemand spricht. Also die Verhältnisse, man muss sich nur den Kontinent Afrika angucken. Der Kontinent Afrika war bis in die 60er Jahre ein Selbstversorgerkontinent. Die Leute haben ihre eigenen Nahrungsmittel da angebaut, haben von dem gegessen, was sie selber produziert haben. Seit den 70er Jahren ist es absolut bergab gegangen und in diesem Jahrtausend sind alle Länder in Afrika von ausländischen Nahrungsmittelimporten abhängig. Das heißt, die großen amerikanischen und europäischen Nahrungsmittelkonzerne verkaufen den Leuten da ihre Waren. Na gut, also... Das heißt, ob ich etwas bar kaufe oder bargeldlos zahle, also per Überweisung, mit der Kreditkarte oder mit dem Handy, der Betrag, den ich zahlen muss, ist immer der gleiche. Trotzdem besteht zwischen den beiden Vorgängen ein grundlegender Unterschied. An einer Barzahlung sind nur zwei Parteien beteiligt, der Käufer und der Verkäufer, sonst niemand. An der bargeldlosen Zahlung ist das anders. Da ist außer dem Käufer und dem Verkäufer immer auch ein Dritter beteiligt, nämlich ein Finanzdienstleister, also eine Bank, ein Kreditkarteninstitut oder ein Bezahldienst. Dieser Dritte weiß nicht nur über alle Zahlungsvorgänge Bescheid, er kann diese Informationen auch an andere weitergeben, zum Beispiel an interessierte Unternehmen oder an staatliche Einrichtungen. Aus diesem Grund hat das bargeldlose Zahlen in den vergangenen Jahren ganz erheblich zugenommen. IT-Industrie, Finanzdienstleister und Datenhändler haben es zu einem lukrativen Geschäftsfeld entwickelt und auch der Staat unterstützt die Entwicklung, weil er seine Bürger anhand der Aufzeichnung ihrer Geldströme besser kontrollieren und überwachen kann. Vor einigen Jahren hat die Zurückdrängung des Bargeldes einen neuen, gewaltigen Schub bekommen. 2010 sind die G20, also die 20 wirtschaftsstärksten Länder der Welt, ein Bündnis eingegangen, das sich globale Partnerschaft zur finanziellen Inklusion nennt. Das Wort Inklusion bedeutet Einbeziehung. Es soll nahelegen, dass derjenige, der mit Bargeld bezahlt, ein finanziell Ausgeschlossener ist. Um diese vermeintlich Ausgeschlossenen ins System zu integrieren, wurde zur Umsetzung der G20-Ziele im Jahre 2012 die